Moin Leute, willkommen zurück zu Banjo-Tooie. Wir befinden uns immer noch in der Quantic GmbH, haben beim letzten Mal noch den Boss, den Schmelztiegel Tiegler, besiegt. Nach einem Fehlversuch natürlich einmal bin ich kaputt gegangen. So, wir gehen jetzt auch mal hier unten rein. Ins Waste Disposal Plant, was ist das auf Deutsch? Die Müllbeseitigungsanlage, genau, dachte ich mir schon fast. Kann ich hier rein? Ja, da will ich gleich nicht rein können. So einfach. Nee, das lasse ich mal lieber. Was ist denn hier? Ah, hier muss ich später rein. Okay, ich weiß schon, mit welchem Move ich hier rein muss. Deswegen sind hier auch Trennplatten. Da unten ist eine kleine Luke. Oder eine kleine Lücke. Im Gitter, genau, da ist ein Puzzle. Egal, warte mal, da kann ich glaube ich auch so rein. Aber sonst ist hier auch glaube ich nichts. Ne, dann gehen wir hier weg. Alles klar, hier ist nichts mehr. Dann können wir ja mal so langsam, aber sicher auf die Suche nach den Hasen gehen, würde ich behaupten. Müssen wir eh noch finden. Als Waschmaschine. Müssen wir deren Klamotten reinigen. Und es dürften 6 sein. Das wäre ein Puzzle, dann wären noch 2 Puzzles für die 2 verbleibenden Batterien. Denke ich mal. Also ich denke mal, dass jeder ein Puzzle mit sich bringen wird. Dann, ich weiß auf jeden Fall, ich kriege das Puzzle da unten nicht, das ist 1. Dann in dem Raum, wo Banjo seinen Taxitaschenmove gelernt hat, kriege ich das Puzzle nicht. Nummer 2 und Kazooie mit oben in der ersten Etage auf dem ganz oben drauf. Ziemlich im Zentrum hier, quasi ganz oben. Kam ich da auch nicht hin. Da haben wir ja draußen den Weg mit den Profi-Pop-Schuhen. Genau, hier ist der eine Schularbeiter. Ich will mal kurz was gucken hier hinten drin. Habe ich hier eventuell was im Sinn? Ich glaube nämlich schon. Was, dass ich hier noch da rein muss, aber ich glaube, hier sind noch Noten, die ich nicht gesammelt habe. Mir fehlen nämlich noch 10. Ich habe mich auch nicht großartig. Ich habe hier nur den Move geholt, deswegen habe ich mich auch nicht hier großartig umgeguckt. Ich glaube, hier sind noch irgendwo Noten versteckt. Da habe ich die doch geholt. Ne, da sind schon mal 5 Noten auf jeden Fall. Die anderen sind wahrscheinlich auf der anderen Seite. Zack, hier. Einmal. Und zweimal, das sind dann alle 100, ne? Oder? Hör mal, haut mal ab hier, Säcke. Oh, nein, ich will so einen Gifthaufen. Danke, hab ich keinen Bock drauf. Oh, was denn hier noch? Auch 2 Wege oder was? Hier ist sogar ein Ginger drin. Ja, danke. Ist da irgendwo, wo es hingeht? Waste Water. Toxic Oil. Warte mal, steht da was drauf, oder? Da hinten. Einen Moment. Hailfire Peak, Steinhangelgipfel, die nächste Welt und Jolly Watchers Lagoon Pipeline. Dann habe ich in Jolly Watchers Lagoon noch einen Weg übersehen für den Jinjo hier, für den blauen. Okay, da muss ich da auch nochmal nachgucken. Aber wir müssen eh nochmal da rein, irgendwann deswegen. Also hier muss ich mich eigentlich trennen, aber ich müsste als Banjo rüber. Und da durch die Giftsuppe schwimmen, das ist nicht so prickelnd. Ohne einen passenden Move, da sieht er den Schalter für Banjo. Deswegen später. Bleibt das oben? Ich muss trotzdem mit Banjo alleine drauf, ist egal. Ist ja kein Banjo-Kazooie-Kopf, ist ja nur Banjo. Ey, dann gehen wir jetzt zu Humba. Alter! Bin ich wieder down? Gibt ja nicht mal eine Energieeinheit, der Arsch. Glaub's ja wohl. Naja. Der auch nicht, ey. Die haben alle nix, oder wie? Lauf zu holen, blöder Hase. Naja, egal, komm. Ab zur Waschmaschine werden. Dann die Hasen suchen. Weil die würde ich auf jeden Fall gerne abhaken. Und dann gehen wir auf jeden Fall noch in die 4. Etage und machen da den Scheiß mit Mumbo. Nachdem wir die eine Batterie eingesetzt haben, ja, genau. Oh, mal sehen, mal gucken, ob wir alles heute schaffen. Ich würde auf jeden Fall gerne nach der Folge heute am liebsten die Welt verlassen schon wieder. Weil wir eh nochmal hier hin müssen, ist eh egal. Und da sind wir eh schon 4 Folgen hier, das reicht dann auch mal irgendwann. So, komm. Erstmal, ja, hier sind doch direkt 2 Hasen, ne? Meine ich. Ähnlich hier.
Einer ist nämlich hier durch. Der Etage hier. Und einer ist halt, also nicht hier auf der Etage, es sind zwei, aber einer ist hier, dann nach draußen geht's ja. Hey, mein Kleiner. Eine Waschmaschine. Könntest du meinen Arbeitsanzug kurz schleudern? Ich probier's mal. Hier fiel rein. Ist das auch sicher? Ich möchte nicht, dass er kaputt geht. Lass endlich die Hose runter. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Flupp. Mir sieht peinlich, so nackt zu sein. Poren tief rein. Finde meine fünf Schmuddelkollegen. Die müssten ihre Kittel auch mal kurz reinigen. Alles klar, machen wir. Und bumm, unten. Ne, da ist die Batterie, die eine. Mal ab, ihr Säcke. Nicht in Ruhe. Ob wir jetzt hier runterfahren oder ist egal. Oh, ist das kaputt. Die Kiste ist kaputt zum Glück, ey. Das ist ja scheiße. Ist die Kiste wieder davor? Oh, erste Etage, raus hier. Kann ich jetzt hier im Wasser? Ich kann einfach hier langfahren. Die Fußmuster werden mich jetzt sicher nicht beißen. Bin ja stahlhart. Eine Kochwäsche, wenn du nichts dagegen hast. Flop. Und auch er wird sich wieder. Zack. Da sieht man es auch schon von der Seite. Nicht so wie eben von hinten. Pau, tief rein. Finde meine vier Schmuddelkollegen. Die müssten ihre Kittel auch mal kurz reinigen. Machen wir. Wie kommen wir denn jetzt am schnellsten dahin? Ach, ich kann hier nicht rüber, verdammt. Ich muss hier wieder hoch. Da muss man sogar hier lang. Stimmt. Ich hab's gar nicht dran gedacht. Ich hab kurz überlegt, zum Ein- und Ausgang der Welt zu warten. Und dann einfach aus dem Raum zu fahren, aber geht ja gar nicht. Stimmt ja. Bim, 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 bim. Geht's hier zu Humba, ich hoffe. Zur ersten Etage bitte. Da hab ich auch noch zwei Hasen. Hallo? Ich kann nicht warpen, als. Technischen Personal ist die Benutzung der Warp-Felder untersagt. Dann werden sie stattdessen den Dienstaufzug. Okay. Ist der hier irgendwo? Wo ist der denn? Da oben. Ist ja fies, ey. Ja, dann bitte in die erste Etage, genau. Wo war denn in der dritten Etage einer? War überhaupt einer da? Ich kann ja gleich mal fragen. Hier ist ja der eine im Mitarbeiterraum, da war ja das Schild, wie ich da hinkomme, heißt es. Hallo? Kochwäsche, wenn du nichts dagegen hast. Na, dann sagen die alle das gleiche. Nur der erste ist ausführlicher. Und dann ist das halt so. Hör tief rein. Finde meine drei Schmuddelkollegen. Ja, komm, spare ich mir jetzt, Leute. Reicht mal irgendwann. Auf drei. Da müssen wir nicht wissen. Hier ist auch noch einer. Aber dass die mich immer noch angreifen, ne? Diese Drohnen. Ich bin doch jetzt einer von denen eigentlich, oder nicht? Ach, ich komme nicht durch, schade. Hallo? Ja, komm, Kochwäsche. Hier sieht man gar nicht, schade. Bisschen eng hier, wa? Poren, tief rein! Noch zwei schwule Kollegen. Eines in der fünften Etage, das weiß ich. Auf der vierten ist, glaube ich, keiner, von daher. Wisst ihr nicht, wo da jetzt einer ist? Dann haben wir den auf jeden Fall noch nicht gesehen, sagen wir mal so. Aber erstmal in die fünfte. Aber man kann aber in die vierte Etage fahren, ist das blöde wieder. Besser doch einer. Nee, was stand denn auf dem Schild? Ich meine, dritte Etage stand da irgendwo. Im Heizkessel, glaube ich sogar. Tatsächlich. Da muss ich durch. Danke. Oho. Matthäschen da. Kochwäsche, wenn du nichts dagegen hast. So, flupp. Fertig. Poren tief rein, es ist noch ein einziger übrig, der seine Kleidung reinigen lassen muss. Vor allem, woher weiß der das? Wie ich schon gefunden habe. Das ist ja wieder der Knaller daran.
Ich guck mal jetzt in der dritten erst und dann in der vierten. Ist ja egal. Aber ich meine, ich habe ihn auch schon gehört und das war nicht in der vierten. In der vierten war ich nicht so lange. Ist hier ein Menü? Meinst du, ne? Ich bin jetzt hier durch. Ich bin überhaupt hier irgendwie durch. Hier ist kein Jinjo mehr. Das war der oben, der Typ, ne? Kleine Drecksack, der mich da verarschen will. Ah, hier muss ich dann. Genau. Zutritt gewährt. Ach, hier war ich noch gar nicht drin, ne? Hab ich doch nicht gehört. Mit. Oh Gott. Perfekt. Wo ist er denn, der Hase? Hier oben? Mal hier rumfahren, den müssen wir gleich sehen. Da steht er auch in der Ecke. Hallo? Du bist der Letzte. Kopfwäsche, wenn du nichts dagegen hast. Und das war der Letzte. Hat wir abgehakt, sauber. Jetzt sind alle Arbeitsanzüge super sauber. Wir möchten dir das geben. Dankeschön. Und weg, ab zurück zu verwandeln. Und dann geht's erstmal weiter mit Banjo und Kazooie. Die mich nicht als Mitarbeiter erkennen, die Typen. Die vierte Etage ist unnütz für die Waschmaschine, auch wenn da Waschmaschine abgebildet ist. Aber was soll ich jetzt so machen als Waschmaschine? Ich meine, da war nichts mehr. War nur die Hase eigentlich. Und halt am Anfang mit dem. Ah, vielleicht muss ich als da wieder einen Impuls setzen. Das kann natürlich sein. Aber dann kann ich doch. Ey, ja, es leckt wieder. Danke, ich weiß. Schon gemerkt. So, zurück hier. Also eins weiß ich, sollte ich mir echt eine Xbox holen und dann Banjo-Tooie spielen können. Ob für low oder ob ich da noch ein paar Euro drauf lege, ist mir egal. Ganz ehrlich, da gehe ich auch nochmal, kann auch 5er, 10er ausführen. Wahrscheinlich wird das eh nicht mehr kosten dann. Ist auch, glaube ich, aber Anywhere Replay mit drin. Dann, ja, ich schließe nicht aus, es wird ein Replay geben, weil mir das auch selber ein bisschen auf den Sack geht mit diesem Adapter. Ich brauche eine Trennplatte auf jeden Fall. Gibt es die hier irgendwo? Ich weiß, wo es die gibt. Natürlich gab es die hier irgendwo. Ja, nicht hier. Hier um die Ecke, oder? Na da. Na, zack, Banjo ist dran. Nutze ich jetzt hier die Batterie. Zack. Muss er irgendwie da hochkommen, ne? Das findet der Spaß darin. Was schafft er schon, der Dicke? Ja, aber auf jeden Fall nicht. Aber weggehauen, danke. Kommt er nicht hoch? Kommt er nicht hoch, okay. Wie kommt der denn jetzt da hoch? Hier? Ah ja, hier. So mit dem Doppelsprung, den es eigentlich nicht geben sollte. Zack, da bin ich auch schon, wo ich hin wollte, oder? Ja. Boilerplanet, hier wollte ich hin. Da hinten geht's zur. Zum Packing Room war es, genau. Zur Laderampe müsste es sein. Und passend hat man hier auch direkt eine Wolke neben, die hier eigentlich nicht so sein sollte, glaube ich. Der Tür wird Zusatzenergie über eine Batterie zugeführt. Zutritt gewährt. Ja, da geht Kazooie alleine rein. Aus gutem Grund gleich, ihr seht es gleich schon. Warum?
Nee, da will ich nicht hin. Hier hin. Okay, so wieder. Zeig mal, wie du da hochkommst. Schwupp. Einmal so. Nochmal so. Und nochmal so. Gut machst du das, Kazooie. Ja, einfach, weil das ist wieder ein kleines Minispiel. Und wenn man mit Kazooie allein läuft, ist man ein bisschen schneller unterwegs. Das kann halt schon helfen. Nur so als Tipp am Rande, falls ihr es auch spielen wollt, ne? Macht's an mit Kazooie alleine. Ist echt die Laderampe, ne? Ja, genau. So heißt es gleich unser Spiel. Laderampenplackerei wurde lokalisiert. Spielregeln sind erhältlich, falls benötigt. Ja, bitte. Ich will's hören. Blinkies erscheinen auf dem Gitterboden. Der Packer muss sie einsammeln und auf die richtige Laderutsche legen, bevor sie verschwinden. Zum Abladen stellen sie sich auf die Fläche nahe der Öffnungen. Blinkies sind schwer. Je mehr sie tragen, desto langsamer werden sie. Blaue zählen 3 Punkte, grüne zählen 2 Punkte und rote einen Punkt. Erreichen sie 40 Punkte, um den Bonus eines normalen Packers zu verdienen. Fertig, 3, 2, 1, los. Man sieht das hier so, stimmt. Fall ich nicht danach, komm. Echt mal langsamer, ey. Warum hört man die Banjo, oder? Banjo-Stimme. Whee, ist doch Banjo. Da klingen die Blinkies. Ach so. Kutschuh gibt's ja auch. Mach's halt nochmal einfacher. Was ist eigentlich die Bruder der Twinkies hier, die Blinkies? Ich muss mich beeilen, Mann, ne? Ich schaff's nicht mal erst Versuch, sag's euch. Nimm doch mit jetzt hier. Nee. Aktueller Stand wird überprüft. Der Verpackungsstatus ist unzureichend. Ein Bonus kann nicht vergeben werden. Ein weiteres Spiel gefällig. Ja. War halt verkackt. Ich hab die Tonschutz zu spät gesehen. Macht dies wirklich einfacher? Man schneller, ja, aber. Läuft doch schneller daneben, ne? Mal abgeben hier. Müssen die Blinkies sein, die so rufen. Die Banjo. Hört sich besser aus, unbedingt punktemäßig, ne? Warum können die nicht mal keine blauen? Jetzt kommt blauer irgendwo. Hallo? Sag mal. Nimm die doch mal mit, Kazooie, jetzt mal ehrlich. Da wird wieder nix, ich sag's euch. Ach komm, vergiss es. Vergiss es. Ja, ist doch gut. Ich hab's wieder verkackt, ich weiß. Ich bin halt scheiße in dem Spiel, weil die immer vorbeiläuft, die blöde Kuh hier. Neuer Versuch, Mann. Kann ich Feuer sparen jetzt, Kazooie, komm. Mit jetzt, so. Ich sau jetzt noch mit. Na! Mein Ei noch erwischt. Sag mal. Ist doch auch kacke gemacht, ne? Aber echt eine scheiß Hitbox, die Dinge. Sag mal. Das wird doch wieder nichts, ich seh doch jetzt schon. Sim doch mit da. Ah, nicht. Wird nix. Reicht nicht. 2 Punkte. Gibt's doch nicht. Ja, komm, laber schneller, du Sack. Ich will zur Nummer, ey.
Boah, ey, nervt mich das gerade wieder. Gibt's doch jetzt nicht. Kann man sich denn hier so anstellen wie so ein letzter Hampelmann, ey? Ja, fragt der Richtige, der gerade macht, ne? Ach, die... Ach, sind die scheiß Turnschuhe wieder weg. Ich B drücke, alles klar, gut zu wissen. Ich wurde nur kurz gefragt eigentlich, ob man so vielleicht eine große Hitbox hat, aber... Wenn man wieder allgemein langsamer ist, da bringt er auch nicht viel. Oh, geil. War ich gerade sogar mit Turnschuhen ein bisschen langsam? Muss ich einfach sagen. Sieht jetzt gerade ein bisschen besser aus. Komm noch. Ein noch, komm. Hab ich's doch. Muss ich nur noch wegbringen. Ah. Geschafft, geht doch. Das könnte mich mal, ihr scheiß Blinkies. 48, komm, reicht. Anforderungen wurden erreicht. Nun wird ein Bonus vergeben. Ich hätte das wahrscheinlich mit Banjo nie geschafft, den Scheiß. Ganz ehrlich. Wenn Banjo dabei gewesen wäre. Ein weiteres Spiel gefällig? Nein. Fass mich mal. Raus hier, Banjo mitnehmen. Dann geht's ab zum Mumbo. Ja, danke fürs Draufhauen wieder. Da war der Hase drin, ne? Ja, da hinten. Vielleicht habe ich noch da durchs Fenster gesehen, kann auch sein. Ist ja egal. Jo, alles klar. Was habe ich hier auch erschrocken, ne? War ich euch. Habt ihr euch jetzt nicht gerechnet, dass ich schon falsch ankriege, die beiden? Tschüss. Mumbo, du musst auch nochmal ran. In dieser Folge. Du, wieder wollen Mumbos Hilfe? Ja. Auch nicht nochmal leider. Vielleicht nochmal so ein Zeitspielchen wie letztes Mal. Ja, wird euch doch kritisch jetzt mit dem Verlassen der Welt in diesem Part. Vielleicht dann doch erst im nächsten, aber ist egal. Vierte Etage. Nicht auf die... Boah. Ich hab einmal runtergedrückt und ich mach direkt beide. Alles klar. Nee. Also, bin ich denn jetzt völlig bescheuert? Meine Fresse, was ist denn jetzt los? So, ich nehm die Wandpresse, genau, da will ich hin. Düb. Düb, 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 düb. Kein Scheiß hoch da. Danke, dass es wieder so leckt. Die Hulle, danke. Alter. Zack, so. Na. Hoffen, das funktionieren. Elektromagnetimpuls für die Wandpresse. Die mal kurz stehen bleibt. Und mich nicht killt. Ich hab auch wieder 90 Sekunden, glaube ich. Fehlfunktion der Presse. Selbstreparatur initiiert. Presse ist reaktiviert in 45 Sekunden diesmal. Na gut, man muss auch nicht zwei Maschinen werden. Nee, Mumbo Schädel, danke. Rein will ich. So, auf jeden Fall die nächste oder eine der nächsten Aufgaben, die jetzt noch übrig bleiben. Eine davon ist richtig beschissen, wortwörtlich. Schnell mit den beiden dahin. Muss ja da durchlatschen, stimmt ja. Das reicht ja nicht da jetzt hinzulatschen, sondern ich muss ja durchkommen. Genau, dahin will ich. Ha 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 ha
Nochmal hier durch bitte. Und hier ist ein Schalter, ne? Genau. Muss ich auch mit beiden aktivieren, alles klar. Die Wandpresse ist jetzt ausgeschaltet. Was ist denn hier? Ach, hol ich warm. Was ist denn hier drin? Ach so. Hier wollte ich sogar nicht hin wieder. Komm da wieder zurück, ja, ist klar. Ich muss mich jetzt richtig hart verarschen. Wie lange will ich so? Hier war jetzt meine Sprungplatte hier. Kann ich wahrscheinlich nur mit Kazooie nehmen. Hier hochklettern? Ja. Was haben wir denn hier Schönes? Ah, hier muss die Batterie hin. Okay. Was da oben? Ah, hier ist das mit der Aufzugsschacht. Okay, perfekt. Hier ist die Aufgabe, glaube ich, die ich meine. Die richtig beschissene. Ja, weiter hoch, genau. Oh, jo, auf jeden Fall. Die Kanalisation, das ist auf jeden Fall hier. Perso-Kerso im Einsatz. Kanalisationseingang. Achtung, die Schlackerhaufen sind in die Kanalisation eingedrungen und blockieren die Ventile. Neutralisiere sie, bevor sie die Luft vergiften. Deswegen brauche ich hier diesen Zielsuchmodus mit dem R-Knopf. Diese Drecksdinger hier. So. Was rammt sich auf Schlacke? Richtig. Auch schon diese Furzgeräusche. Was? Mann. Ja, ist doch gut jetzt. So, noch 18. Matschgeräusche, Alter, richtig geil. Ich freue darauf. Ist nicht irgendwo oben einer? Nee, doch nicht. Nicht hier zumindest. Ich glaube hier, oder? Nein, mit dem wo ich war, danke. Ah, egal. Tschüss. Was sind hier noch so? Der Ofen ist weg. Dann gehen wir mal kurz hoch. Jetzt endlich beim ersten Versuch schaffen, ich sag's euch. Was gerade relativ gut aussieht. Der ist weg. Eigentlich auch noch einer hinter der Hand, oder? Zack. Danke, danke Homing-Eier. Okay, die Hälfte haben wir. Die Hälfte Zeit haben wir auch noch. Ach, hier war oben einer, direkt im Eingang. Das war euch, glaube ich, ne? Ja. Und hier kam ich gerade? Ja. Ich glaube schon. Hier unten. Auf jeden Fall auf dem Haufen. Ich kenne mich hier null aus in diesem scheiß Kanal, in dieser Kanalisation hier, ne? Keine Zeit zu warten, schon als Scheiß drauf kommen. Ist hier sonst noch was? Nee. Da ist noch ein Haufen. Ist nicht mehr. Hier noch was? Hier war ich schon. Oder oben aber noch. Ach, fünf. Da finde ich die noch in der Zeit, ich glaube nicht. Muss meinen Weg hier finden wieder. Zum nächsten.
war gerade einer, oder? Ich bin rund. Ach, hier war ich doch schon. Ja, ich find's nicht mehr. 15 Sekunden noch. Die Leute, lassen wir das für heute. Das reicht der Versuch hier. Wisst ihr schon, wie es nächstes Mal weitergeht? Diesen Mist hier. Ach du. Oh, ist raus. Scheiße. Ich will auch selbst schon nicht rausgehen hier. Ich glaub's ja nicht. War hier der Weg? Hab schon, ne? Oder? Hier raus? Tot. Komm, ich schaff's noch. Ist jetzt hier wenigstens ruhig warm oder so? Wahrscheinlich nicht, ne? Ah ja, gibt's hier. Ich habe eine Schlacke vorhanden, ja, ich weiß. Betäubungsbonus geht einbehalten. Bis die Stärke neutralisiert ist. Hier ist wieder alles da, wenn ich jetzt wieder reingehe, natürlich. Na komm, aber egal, Leute, wir machen hier nächstes Mal weiter. Ich danke euch dafür fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid nicht so wieder dabei, auch wenn es nicht rosig losgehen wird mit der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video ein Like gebt. So oder so, bis zum nächsten Mal. Tschüss mit Ö. Euer Basukasu.